Ja, falls ihr das mitbekommen habt, ich habe auch ein Mikrofon geswitcht. Also die Tonqualität hat sich in den letzten Videos auch ein bisschen verändert. Das ist nicht mehr ganz so klar durchs Richtmikrofon, das fehlt jetzt. Das hat den Vorteil, dass ihr mich jetzt, mal gucken, hier immer noch genauso gut hört, wie wenn ich ganz nah bin. Das liegt daran, weil ich mir mittlerweile das Rode Wireless Go gekauft habe. Und jetzt gerade noch einen Magneten dazu. Das sieht man gar nicht. So. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt klingt, ob das gut durch den Pullover klingt. Man kann es ja auch sich auf den Pulli machen, auch das finde ich ein bisschen albern, wenn ich ja so ein Mikrofonklemmen habe. Deswegen teste ich das jetzt. Wenn es ganz gut klingt, dann lasse ich es im Vlog drin, im Vlog. Und wenn es bescheuert klingt, dann werde ich das Video wahrscheinlich gar nicht zeigen. Oder vielleicht doch, um zu erklären, wie klingt das denn, wenn ich ja, das Wireless Go unter dem Pulli habe. So. Ja. So weit ist es von meinem Mund weg. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man mich gut versteht. Das würde mich interessieren. Hier. Gestern Abend war die erste Ausstrahlung von meinem Videotagebuch. Und wir haben es als Premiere gemacht und ich fand es toll, dass ihr dabei wart. Und das Schönste daran war, dass heute Morgen, nachdem ich ins Büro kam, habe ich festgestellt, dass ich 3000 Abonnenten habe. Vielen, vielen Dank für euer Abo. 3000 Abonnenten. Sau cool. Aber jetzt muss ich was trinken. Ich habe ganz trockenen Mund. Schon besser. So, und jetzt fange ich an mit meinem Tageswerk. Das heißt, ich muss Mails beantworten. Ich muss die Folge 3 nochmal anhören, die Korrekturen reinschreiben, also von Ghostbox Staffel 3, Folge 3. Was muss ich noch machen? Da ist eine neue Autogrammanfrage gekommen, wie gut, dass ich jetzt eine neue habe. Dann muss ich mich um das neue Geheimprojekt nochmal kümmern. Also, da geht es ums noch um Bürokratisches. Und dann werde ich sehen, was noch kommt. Guten Morgen. Und mal wieder schneit es. Ich bin froh, dass ich nicht raus muss. Und dann ist es sehr, sehr schön, da rauszugucken. Mit dem Schnee. Das sieht sehr schön aus. Gefällt mir. Ja, heute steht für mich an, dass ich von dem Musikschnitt mache für Folge 4 und Folge 3. Und ja, Videos schneiden, YouTube-Videos. Ich habe Video 2, Video 3 und Video 5 schon geschnitten. Die 4, die ist noch so mittendrin. Die werde ich heute schneiden, damit ihr das auch so schnell wie möglich sehen könnt. Genau, dann sind wir schon bei der letzten Kurzgeschichte. Und da habe ich 2 Jahre lang meinem lieben Freund und Kollegen, Hörspielproduzenten, Hörspielmacher, Ivar Leo Menger in den Ohren gelegen. Ich finde, Ivar gehört zu den besten Hörspielmachern aller Zeiten, meiner Meinung nach, ohne ihm jetzt Honig ums Maul schmieren zu müssen. Ich finde, Ivar, genauso wie Oliver Döring, gehören von den Neueren zu den richtig Guten. Es ist sehr, sehr schön, da rauszugucken. Mit dem Schnee. Das sieht sehr schön aus. Ivar ist für mich so, ja, mega begeistert, dass, also ich bin mega begeistert, dass er dabei ist. Er hat eine tolle Story geschrieben, die auf den Namen Nicht öffnen hört. Und er hat ja meiner Meinung nach mit den Kurzgeschichten zu Der Prinzessin oder zu seinen Kurzfilmen
der Anhalt und vor allem meiner Meinung nach von dem Film her geteiltes Leid schon gezeigt, dass das eben nicht nur in großartigen Mammutwerken wie Ghostbox oder vor allem Monster 83 schafft, Spannung aufzubauen, sondern auch Spannung aufzubauen in kurzen Geschichten. Und das hat er mit Nicht-Öffnen auch wieder gemacht. Er hat sich bei dieser Geschichte, ein Drei-Personen-Stück, hat er sich Yvonne Kreizke in der weiblichen Hauptrolle und David Nantwern in der männlichen Hauptrolle gewünscht. Und ich habe noch Christian Weigand als zweiten männlichen Hauptrollenpart dabei gehabt. Hier habt ihr gerade Thomas Birker gesehen von dem Label Dreamland. Und er hat tatsächlich zwei Jahre lang versucht, mich angefragt und hat gesagt, Iva, bitte schreib mir doch eine Kurzgeschichte. Und das mache ich normalerweise nicht, weil ich keine Zeit einfach mehr dafür habe. Aber da er sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, habe ich gesagt, okay, komm, ich mach's für dich. Und ja, das ist jetzt immer noch nicht das Geheimprojekt, aber trotzdem war es auch geheim. Es kommt im Oktober 2021, also ihr müsst noch ein bisschen warten, raus. Ihr könnt aber mal auf seine Webseite gehen. Ich glaube, er macht eine große Premierenfeier dafür. Und wenn alles glatt geht, bin ich auch da. Und was kann ich noch sagen? Ja, jetzt bin ich mal hier draußen. Benutzt das Rode Wireless Go. Ich habe mich hier mal eingeblendet, wo sich es versteckt. Ich habe keinen Windschutz drauf. Es geht ein leichter Wind. Ich wollte einfach mal testen, wie funktioniert das Ganze denn draußen. Und auch wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Hier liegt jetzt gerade ein bisschen Holz, deswegen kann ich nicht weiter zurückgehen. Aber ich bin selbst sehr gespannt, wie es klingt. Ich will diesen Vlog, ja, diesen Vlog auch machen, dass ich das Wireless Go ein bisschen für euch teste. Ich habe es wieder befestigt mit hier oben mit einem Magneten. Nehmen wir mal näher ran. Das klappt, ist also hier. Hier versteckt es sich. So, man kann es natürlich auch so hinklippen, aber ich finde es dann schon schöner, wenn man es einfach verstecken kann. So, ich habe gehofft, es funktioniert. Jetzt geht richtig Wind, das wird man wahrscheinlich hören. So, jetzt laufe ich mal aus dem Bild, damit ihr seht, was damit auf sich hat. Ich gehe die Treppe hoch, ihr seht mich nicht mehr, aber ihr hört mich noch. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Jetzt gehe ich wieder rein und lasse euch hier. Jetzt habe ich gerade, ich glaube, die gefühlte 10. Einladung bekommen für Clubhouse. Ich habe ja in einem Video schon gesagt, dass ich da unten eingeladen werde. Und jetzt habe ich sie endlich mal angenommen, damit ich auch weiß, um was es hier überhaupt geht. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da drin versumpfe. Das war ja meine große Angst, dass ich keine Zeit dafür habe. Aber nun gut, ich liebe Technik, ich liebe neue Sachen, neue Apps. Und irgendwie konnte ich jetzt dann doch nicht Nein sagen. Also bin ich jetzt auch bei Clubhouse. Also falls jemand von euch bei Clubhouse ist, können wir uns gerne vernetzen. Ich muss aber erstmal gucken, jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt gerade bei der ersten Sendung und Sendung, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Talk, keine Ahnung, und hören wir das mal an. Ja, dabei schaue ich aus dem Fenster. Ja, mittlerweile ist es dunkel. Clubhouse ist ein extremer Zeitfresser. Da gibt es so spannende Räume, ich will jetzt keine Werbung für machen, aber ich habe mich ja die ganze Zeit gesträubt, bin jetzt dabei. Und hänge seitdem an meinem Handy und höre dazu oder rede mit. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass es dunkel geworden ist. Ich bin jetzt gerade in einem Clubhouse, in einem Kino vor die Ohren. Da ist Charles Rettinghaus zu Gast. Und ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Aber extrem suchtgefährdend. Das hat Calvin gestern auch in seinem Video gesagt. Und jetzt verstehe ich auch, was er meint. Ich konnte mir da nichts darunter vorstellen. Weil es diese Art von App und Social Media tatsächlich noch nicht gab bis jetzt. Das ist so demokratisch. Also es gibt verschiedene Moderatoren, die machen einen Raum auf. Da sind dann zum Beispiel Gäste wie Charles Rettinghaus.
Und dann kann man einfach zuhören. Das heißt, man kann das iPhone zur Seite legen und hat wie einen Podcast. Man kann sich aber auch melden und ist mit auf der Bühne. Das heißt, nichts anderes, dass du sprechen kannst und kannst deine Fragen stellen. Sehr spannend. Mal gucken, wie lange ich da noch drin versumpfe. Zum 18 Uhr gibt es einen Talk mit Cornelia Funke. Es ist tatsächlich so, es sind viele bekannte Menschen aus jedem Bereich dabei. Ja, ich muss leider sagen, es ist eine sehr coole App, Clubhouse. Falls ihr schon da dabei seid, ich bin auch da, könnt ihr mir gerne folgen. Also abschließend kann ich jetzt noch zu Clubhouse sagen. Das macht leider wirklich süchtig. Gestern Abend dann kam die Nachricht, Detlef Book ist online und der war auch ganz neu. Ja, ich versuche das jetzt so bewusst fernzuhalten und nicht reinzugucken. Also da muss man tatsächlich lernen, mit umzugehen und zu wissen, so, ich habe jetzt Zeit und ich nehme jetzt Zeit dafür. Oder man guckt sich den Terminkalender an, da werden ja auch Termine eingetragen. Man schreibt sie in den Kalender und sagt, das bewusst diese, ich nenne sie jetzt mal Sendung, möchte ich mir gern angucken, diesen Clubhouse, diesen Event. Aber wenn man einfach nur so reingeht, also ich kann dann nicht arbeiten. Also ich hatte die richtige Ahnung, aber es macht Spaß. Und deswegen ist es so gefährlich, ein gefährlicher Zeitfresser. Und das hat mir auch jeder gesagt. Ich habe dann alle, die mich eingeladen haben, ich immer gesagt, nee, ich brauche nicht so Clubhouse. Nachdem ich dann gesagt habe, ich bin jetzt doch da, haben alle gesagt, ja, es ist toll, aber es ist ein totaler Zeitfresser. Wo ich auch sage, schön, dass ihr mich dann auch eingeladen habt. Aber spannend ist es allemal. So, ich glaube, ich fange damit an, das Video zu schneiden, damit ich die nächsten Videos hochladen kann. Ich glaube, das würde euch bestimmt sehr erfreuen. Es wird schon langsam dunkel, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch ein bisschen was über das Wireless Go und den Magneten sagen. Hier ist es. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet. Abonniert doch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Like dieses Video und dann sehen wir uns ganz bald. Bis dann. Tschüss.